So, jetzt kommt aber die jetzt kommt der letzte Teil. Episode. So, pass auf. Ganz besonders. Und aufs Kanalknöpfchen. Ja. Wasch dich doch selbst. Genau, das ist jetzt so der wöchentliche heitere Rausschmeißer oder manchmal auch Gritty-Rausschmeißer. Und zwar, da zeigen wir immer wieder ein tolles Beispiel, vielleicht auch irgendwann mehrere. Wir freuen uns auch immer über Einsendungen zum Thema Greenwash und diskutieren dann auch darüber, warum das ein Thema ist. Ganz kurzer Hintergrund, warum heißt es Greenwashing? Irgendwann in den hier eine Jahreszahl einfügen, hat mal eine große Hotelkette angefangen, ihre Daily Practice, nämlich zu sagen, oh, wenn ich jetzt Handtücher wasche, dann kostet das ja richtig Geld. Das ist ja doof. Mhm. Und damit ich das, weil ich das nicht möchte, dieses Geld auszugeben, versuche ich die Leute dazu zu bringen, mit leichten Nudging zu Verhaltensänderungen, dass sie bereit sind, ein Handtuch zweimal zu wenden, dann muss ich nicht waschen. Und hat dann gesagt, wegen der Umwelt bitten wir sie zukünftig darauf zu achten, obwohl die eigentliche Intention, das Kalkül dahinter was anderes ist. Und das ist klassisch Greenwashing. Das heißt, ich behaupte das eine und schiebe irgendwie ein grünes Ding davor und meine aber dafür was ganz anderes. Und das ist etwas, was wir heute in größer oder kleinerer Form, subtiler oder nicht subtiler Form, auch teilweise dreiste Lügen und Zuschreibungen, die die Stimmen immer wieder finden. Das gibt es auch als Rainbow Washing. Das sehen wir halt immer so Christopher Street Day und so weiter. Das gibt es auch als Pinkwashing, ich glaube, da geht es um Frauen oder Homosexuelle, also ich weiß nicht genau, aber es gab das früher auf jeden Fall als Bluewashing, weil es von mal früher, da gibt es auch immer noch, ist noch nicht mehr ganz so super relevant, den Global Compact von der UN, so eine Vereinbarung von so 10 großen Regeln, hinter denen man sich, die man leicht unterschreiben konnte, ohne dann irgendwas zu tun davon. So, ne? Also dass man gesagt hat, ja, also was wollt ihr denn von mir, ihr blöden NGOs? Ich habe doch hier Global Compact unterschrieben und so weiter. Und da stehen dann sowas drin wie, mach keine Zwangsarbeit, keine Kinderarbeit. Also Sachen, die man auch in Deutschland relativ schnell erfüllt hat, qua Rechtsrahmen. So. Aber dann sich nicht darüber schert, dass in der Lieferkette all diese Sachen passieren und so. Ne? Also dieses Washing-Thema ist wichtig, weil das diskursiv wichtig ist. Weil man nämlich ist hier in einem Thema hat, was uns alle angeht, was sehr wichtig ist. Und auf der anderen Seite nicht immer einen ehrlichen Gegenüber hat, der versucht, durch solche Sachen zu verwischen, zu verwaschen und so weiter oder halt irgendwie so komisch. Deswegen ist es wichtig, dass wir darüber reden. Und das, was wir heute hier haben, ist ein Beispiel, da kommen wir relativ schnell durch. Das ist das. So, das ist so geil. Ich glaube, das hattest du mir darüber geschickt. Wir haben eine Reihe von Beispielen, aber da haben wir gedacht, das ist so schön, weil das relativ einfach ist. Das ist eine aktuelle Kampagne, oder? Wo hattest du das nochmal her? Direkt von denen, ne? Ich glaube schon. Also entweder war es ein Landesverband oder tatsächlich Bund. Ich habe sozusagen den Ursprung nicht, aber es ist sehr hochaktuell. Also es ist sozusagen der Versuch aus der Opposition heraus, grüne Politik jetzt voranzutreiben von der CDU, CSU, also auch der gesamten Union. Das Spannende hierbei ist, finde ich, Bildsprache selber ist halt sehr 90s. So, ne? Also dieses von wegen, hier ist eine Erde und dann sind so Fahnen dahinter und so. Und die Finger sind auch schön sauber und dann ist alles so grün und so. Also das ist so eine Ikonografie, wie man das früher so zusammengebaut hat und was heute voll cringy und out of date ist. Dann ist auch der Titel dazu nichtssagend, so, weil das eine bedingt so ein bisschen das andere. Und das Problem ist ja hier, dass sie genau das nie so richtig machen, obwohl das ja eigentlich im Konservatismus und Bewahrung der Schöpfung ja ganz tief drin sein müsste, eigentlich. Aber hier ist so, rules might apply, also hier ist so irgendwie so ein Sternchen dahinter und dann heißt es Nachhaltigkeit und umfassend denkend, aber nur dann, wenn wir da gerade jetzt keine Interessen haben. Also das ist tatsächlich schwierig und es wird noch schwieriger, weil früher hat sich vielleicht wenig interessiert, das ganze Thema. Und dabei gab es ja trotzdem so Gestalten wie Klaus Töpfer und so weiter, der ja ne, Dosen fand und dann später UNEP-Chef und so weiter, also, der eine ganze Menge gute Umweltpolitik gemacht hat. Das hört aber dann später, wird das weniger engagiert und die letzten Legislaturen ja sogar aktives verhindern. Also aktiv den Klimawandel befördern. So, und deswegen ist das hier an Zynismus eigentlich kaum mehr zu übertreiben. Wir dürfen nicht vergessen, Laschet hat sich hingesetzt,
allen war klar, das ist ein Klimakrisending da im Ahrtal. Ja? Mhm. Und da hat er gesagt, erstmal nein, das ist es nicht. Und dann nachher hat ihm scheinbar da irgendwie ein Referent reingereicht, du Armin, doch anders. Und dann hat er umgeschwenkt und hat gesagt so, ja doch, das ist ein Klimading. Aber weil sowas passiert ist, ändert man doch nicht die Politik. Das heißt, in dem Moment dann sogar zu sagen, ich sehe, wir haben jetzt einen Schaden und mache aber trotzdem nichts anderes. Er hätte ja auch einfach nur was behaupten können. So, ne? Aber er hatte trotzdem, trotz Wahlkampf, hat er gesagt so, ja, ist scheiße, wir machen trotzdem nichts. So, ne? Das heißt, also so egalisch ist das. Und ich glaube, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, weil halt eben viele dieser Zusammenhänge auch wirklich nicht transparent sind, weil wir eben auch Akteure im Feld haben, die als Thinktanks funktionieren, die so ein bisschen verharmlosen sollen und auch neu framen und so. Und dann hängt es auch eben damit zusammen, dieses Interessen dagegen stehen. Das ist halt wirklich krass. Also wenn die CDU das, die hat ja auch eine Klimaunion, also quasi ein Subchapter von Leuten, die sich angeblich mit Klimapolitik auseinandersetzen. Wahrscheinlich tun sie es sogar irgendwie. Also wäre mal irgendwie spannend, wenn Thilo so jemanden seziert. Mhm. Das ist ja eben nichts, was sich jetzt oben Merz nennt zwar, wenn er seine 5 Punkte nennt, wofür er angeblich steht. Da fällt auch Klima irgendwo in den Äther. Aber da wird ja nie was kommen. Also wenn die das ernst meinen würden, dann würden sie programmatisch heute auch aus der Opposition heraus ganz andere Dinge sagen. Aber wir sehen genau das Gegenteil. Definitiv. Und tatsächlich, du hast ja schon so ein paar Verweise gemacht zu der vergangenen CDU-Politik. Gleiches ist man übrigens in der Sozialpolitik der CDU mal begegnet. Also ich glaube, die war im Vergleich zu heute zumindest gar nicht mal so verkehrt in vielen Bereichen. Natürlich kann man da immer motzen, aber zu heutigen Maßstäben und so gar keinen Vergleich mehr. Also heute passiert nicht nur im Bereich Klima, sondern auch Soziales und so weiter, ist ja ein absoluter Stillstand. Und ja nicht nur, und dieses Phänomen, und das deutet ja darauf hin, dass wir ein massives strukturelles Problem offenbar wieder haben, weil das Gleiche beobachte ich bei den Sozialdemokraten, in gewissen Zügen auch bei den Grünen und auch letztendlich bei der Union, bei FDP brauchen wir gar nicht anfangen, eben dieses, wir haben es ja mal formuliert als antipolitische, also sich diesen großen Fragen gar nicht mehr zu widmen, sondern irgendwie immer nur auf sichtfahrende Krisen, weiß ich nicht, Lösungsmodus zu gehen, aber überhaupt nicht 5 Zentimeter in die Zukunft zu denken. Und diese Ära muss man ja ganz deutlich auch nochmal benennen, auch wenn viele sie immer noch abfeiern, aber Angela Merkel hat im Grunde genommen genau diese Ära des auf Sicht Verwaltens vorgelebt wie keine andere. Und das ist natürlich wieder nicht so eine personelle Geschichte, aber sie steht natürlich sinnbildlich dafür, so wie vielleicht die Queen auch sinnbildlich für Kolonialismus etc. pp. Auch mit drin steht. Ist die FDP dann Goldwashing? Verstehe ich nicht. Das ist eher die AfD. Ja, können wir nochmal drüber reden. Zu allem Ja, was du sagst, und wir müssen da jetzt auch gar nicht großartig absteigen, das werden wir noch, aber dann kommen wir jetzt wirklich in den Wald. Nur die Sätze noch dazu. Die ganze Ära Merkel ist, was das angeht, da richtig schlimm. Und ein Satz, den sie gesagt hat, der passt dazu, dass sie gesagt hat, naja, wir brauchen mehr marktkonforme Demokratie. Ja. So, das ist halt eben genau das, was eben da drin steckt, nach dem Motto, was hat ja auch Schröder auch mal eine Anwandlung. Ich erinnere mich noch an eine Regierungserklärung, ich glaube, das war 99, wo er gesagt hat, irgendwie Politik der ruhigen Hand, womit gemeint war, ich greife nicht irgendwie großartig ein in die Prozesse, die hier irgendwie laufen. Und bei ihr war das eben in Teilen eben sehr ähnlich, beziehungsweise sogar noch eher beförderlich und dann aber auf Kosten des Gemeinwesens. Das ist richtig schwierig. Bei ihr ist auch das Thema, dass sie ja nun, glaube ich, viele dieser Sachen obsehen hat. Es gibt ja Interviews aus Mitte der 90er, wo sie Umweltministerin war, wo sie all die Sachen, die wir hier besprechen, damals gesagt hat. Damals gesagt. Und gesagt hat, ja, Unternehmen wissen das ja, die werden das schon anders machen, weil die wissen ja, sonst kommt ja ganz große Regulierung auf sie zu. Aha. So, also, ne, das, also ich glaube, sondern da ist eher eine systemische und eine ideologische Sache dahinter, auf die kommen wir noch. Das Letzte, was ich noch sagen wollte, weil das kam mir gerade, es ist wirklich ein großer Jammer, dass wenn wir jetzt, wir haben schon mehrfach früher über die alte CDU gesprochen, es ist ein großer Jammer, dass auf einmal irgendein Kabinett Kohl für uns eine Art humanistische und zukunftsgewandte Referenzgröße ist. Das stimmt. Das ist eigentlich so ohne Scheiß. Die hätte man ja am liebsten alle entsorgt.
So, ne, weil die echt alle so ätzend waren. Die haben sich alle über Schröder gefreut, weil das kam einem alles so ewig gestrig und so angestaubt vor. Und heute denkt man so, nö, irgendwie, früher war nicht alles schlecht. Das schlimmer, ist halt echt gruselig. Schlimmer geht leider immer. Ein Abschlussgedanke bei dem Motiv fiel mir noch ein. Also selbst die Auswahl des Stockmaterials lassen sie sich nichts kosten. Ja, ist ja. Doch so. Also wahrscheinlich bei pexels.com runtergeladen. Einfach mal Nachhaltigkeit, der erste Treffer. Ja, schade, Marmelade. Aber wir sind für heute dann tatsächlich nach genau Punkt 3 Stunden durch. Und ich glaube, es ist jetzt auch ein guter Abschluss. Die Leute gehen auch schon langsam ins Bett, sehe ich. Aber an der Stelle euch vielen lieben Dank, dir vor allen Dingen, Jens, für die hervorragende Vorbereitung, all die Sachen und Dinge, die du uns mitgebracht hast. Danke dir. Und danke an den Chat, auch hier, mega Format, freue mich auf in 2 Wochen. Genau so geht es nämlich weiter. Der nächste Termin für 2045 ist quasi am 17.10. Also wir bleiben auf dem Montag um 20.45 Uhr. Ich muss dann aber nochmal mit dir sprechen, glaube ich, weil ich habe übersehen, dass ich tatsächlich morgen, also dienstags habe ich immer Frühschicht in der Familie. Und ich weiß ja, wie so ein Stream mich immer schlaucht. Müssen wir mal gucken, vielleicht fangen wir früher an oder wir machen nicht immer 3 Stunden. Oder wir kommen tatsächlich in so eine Routine rein, dass uns das auch irgendwie kalt lässt. Aber das kriegen wir schon hin. Ich würde sagen, 2045 zum 17. bleiben wir. Ihr, wenn ihr dabei bleiben wollt, abonniert uns, folgt uns, sagt es gerne weiter, kommt zu uns in den Discord. Ansonsten sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Vielen Dank. Ich gehe jetzt nochmal hier auf Outro und Chat. Also das heißt, hört es euch an. Wie bitte? Hört es euch unbedingt an. Das Outro ist super. Hoffentlich funktioniert. Das ist jetzt die spannende Frage, weil beim Intro ist es nicht abgespielt worden. An euch, ihr habt jetzt nochmal die Gelegenheit, so 2 Minuten Applaus zu geben im Chat, weil ihr seid dann auch sichtbar. Vielen lieben Dank an alle und euch. Ja, noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Danke. Bis bald. Ciao. Tschüss. Und dann noch einmal anzufügen. Und dann noch einmal anzufügen. Und dann noch einmal anzufügen. Die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wenn wir diese Kipppunkte erreichen, wo das Klima kippt, wo die Biodiversität kippt, wo die Ozeane kippen, dann können wir nicht einfach sagen, wir schalten diese Technologie wieder aus. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Und das World Economic Forum schreitet ja inzwischen voran, wo ich mich auch wirklich frage, wenn die CEOs und wirtschaftlichen Entscheider dieser Republik und der Welt inzwischen sagen, die Top 6 globalen Risiken sind 5 ökologisch und das 6.